Seekrauts. Moin Moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts Kanal, dem Portal rund um A World of Warships. Und wir haben wieder eine Flaschenpost für euch, wir haben wieder ein paar Themen zusammengesucht. Das erste Thema, was wir gleich am Anfang mit euch besprechen wollen, ist das, was heute auf die World of Warships Seite gepackt wurde, nämlich die Nachricht über das World of Warships Premium Konto. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet, dass Wargaming sowas im Supertest hat, beziehungsweise sowas testet, und jetzt haben sie sich entschlossen, das mit dem Patch 0712 zu veröffentlichen. Und der Patch, der kommt ja dann erst, ich gucke gerade mal in den Kalender, der kommt dann am 20. Dezember, weil sonst hätten sie heute schon die Patch Notes veröffentlicht, die ja immer Dienstags kommen. Von daher ist es schon mal soweit klar, dass das am 20. Dezember das Update auf 0712 geben wird. Was kommt denn oder was ist denn jetzt der Unterschied mit dem World of Warships Premium Konto und dem Wargaming Premium Konto? Wie läuft der Übergang und so weiter? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt den Artikel auch schon dreimal gelesen und ich will euch ganz kurz meine Erkenntnisse und meine Meinung, und ich habe jetzt auch schon im Forum einmal nachgelesen, dazu darstellen. Also, es wird in Zukunft zwei verschiedene Premium-Konten geben. Also einmal das Wargaming-Premium-Konto, was ihr jetzt schon habt. Ne? Also wenn ihr Premium-Konten benutzt, dann gibt es jetzt aktuell, Stand heute, Patch 0711, nur das Wargaming-Premium-Konto. Ihr könnt also World of Warships, World of Tanks, World of Warplanes etc. und weitere Wargaming-Titel alle im Premium-Modus spielen und benutzt nur ein Konto. Wenn das ärgert euch aber, ja, weil ihr ja World of Warships vielleicht nur hauptsächlich spielt, ja, oder und die anderen Spiele eigentlich gar nicht braucht, ja, und darum hat sich World of Warships gedacht, ey, wir führen ein World of Warships Konto ein, ein Premium Konto, was nur in World of Warships funktioniert. Das heißt, wenn ihr dieses World of Warships Konto aktiviert, seid ihr in World of Tanks und World of Warplanes Standardspieler, also ohne Premium Konto, und in World of Warships mit Premium Konto unterwegs. Das wird, ich sag mal, da wird eine Zuckerguss drüber gepackt, ja, und zwar gibt es 15% mehr EP, das steht hier, ja, auf die Basis-EP werden 15% mehr EP in den Modifikator gepackt, ne, ihr kriegt da, wenn ihr ein Premium-Konto benutzt, einen höheren Modifikator auf die Base-XP, die sich dann auf Kapitän, Free-XP und eben die Schiffs-EP auswirken. Gut, was sind die guten Nachrichten? Nein, das wird jetzt nicht teurer, sondern es kostet das Gleiche. Also in-game sind hier die Preise aufgelistet und das wird dann wohl auch in dem Store und in-game verfügbar sein. Also ihr könnt es entweder für Dublonen oder im Premium Store kaufen und es soll die gleichen Kosten verursachen. Jetzt geht's dann weiter. Was für Unterschiede haben wir hier? Das habe ich eben schon gesagt, ne? Es werden eben dann jetzt mit 65% die Basis-EP multipliziert, um eure Berechnungsformel für die Schiffs-EP, Kapitäns-EP und Free-XP dann eben anzuwenden. Und somit könnt ihr im Optimalfall, also wenn ihr das Warships-Premium-Konto habt, eben nochmal hier 81 mehr Free-XP erarbeiten oder hier dann eben 720 mehr Kapitäns-EP, und auf die Menge macht es dann eine ganze Menge aus, ja. Und Wargaming hat noch einen Vorteil davon. Also ihr habt den Vorteil, dass ihr mehr Premium nehmt, aber Wargaming hat auch einen Vorteil davon. Nämlich, das bedeutet, dass ihr spielübergreifend keine Premium-Spielzeit mehr transferieren könnt. Habt ihr möglicherweise einen World of Tanks-Gutschein und der funktioniert, wenn man Premium-Spielzeit kauft, ne? Dann konnte man zum Beispiel mit 15% Gutschein von World of Tanks sich Premium-Spielzeit kaufen, die ja dann auch in World of Warships funktionierte. Das habe ich selber auch schon so gemacht. Oder es gab Aktionen bei World of Tanks. Ein Spiel spielen, zum Beispiel zum Tag der Deutschen Einheit war das. Da konnte man ein Spiel spielen und hatte damit eine Mission freigeschaltet. Und da konnte man sich jeden Tag einloggen und hat für jeden Tag einloggen einen Tag Premium bekommen. Das war natürlich für alle World of Warships, für alle Wargaming-Titel gültig. Wenn ihr aber ein World of Warships Premium-Konto habt und das Wargaming-Premium-Konto nicht mehr kauft oder gar nicht mehr habt, ist das auch nicht mehr möglich. Weil, ja, das halt nur noch für ein Spiel gilt, ne? Das ist also schon mal ein bisschen problematisch, weil die Aussicht darauf ist natürlich, wenn das Warships Premium Konto funktioniert, wird es irgendwann ein World of Tanks Premium geben, irgendwann ein World of Warplanes Premium und das Wargaming Premium vielleicht irgendwann,
möglicherweise überflüssig werden, weil kein Spieler mehr Wargaming Premium kauft oder weil Wargaming Net vielleicht auch nicht möchte, dass er gekauft wird. Und ja, so liegt auf der Hand. Wargaming muss Geld verdienen, damit sie uns immer wieder neue Inhalte zur Verfügung stellen. Es ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Das ist nicht mal böse gemeint, aber ich möchte da trotzdem aufgeklärt haben oder erwähnt haben. Und somit wollen sie natürlich auch gucken, dass sie neue Einnahmequellen generieren können. Und es gibt nun mal nicht viele Spieler, die die Wargaming-Titel übergreifend spielen, sondern es gibt sehr viele Spieler, die nur World of Warships spielen oder nur World of Tanks oder eben nur World of Warplanes oder andere Titel. Und damit wollen sie eigentlich erreichen, dass diese Spieler, die nur diese Titel spielen, besonders zufriedengestellt werden und gar nicht merken, dass ihnen auf der anderen Seite was weggenommen wird, was sie eigentlich immer nutzen konnten. Ja, vielleicht haben sie es gar nicht genutzt, aber es ist eben möglich. Wie passiert der Übergang? Wenn ihr heute angenommen 14 Tage Premium-Spielzeit, Wargaming-Premium-Spielzeit habt, dann wird mit dem Aufspielen von Patch 0712 diese 20 Tage oder, ja, wenn ihr 20 Tage habt, in 20 Tage World of Warships Premium zusätzlich aktiviert. Das heißt, ihr habt in World of Warships die 65% EP-Bonus. Kreditpunkte werden ja sowieso nicht gebufft, also die bleiben auf dem gleichen Level. Habt ihr in World of Warships das bessere Premium-Konto? Diese 20 Tage, aber das wird nur ein einziges Mal passieren. Und bei World of Tanks und World of Warplanes behaltet ihr ganz normal euer Wargaming-Premium-Konto. Ja? Wie gesagt, das passiert nur ein einziges Mal. Wenn ihr danach euer Premium-Konto updatet, könnt ihr in dem Store Warships Premium kaufen, und wenn ihr Warships Premium upgradet, aber vorher ein Wargaming Premium habt, also hier bleiben 10 Tage als Beispiel, um das zu benutzen, 10 Tage und 2 Stunden übrig, wird das quasi verrechnet mit den 30 Tagen. Hier als Beispiel wird jetzt eben von 10 Tagen 2 Stunden geupgradet, man kauft sich 30 Tage Warships Premium. Ja, und dann wird auf 11 Tage aufgerundet, und für diese 11 Tage bekommt man Dublonen, nämlich 275, was ich ein bisschen merkwürdig finde, warum das nicht parallel weiter benutzt werden kann, diese 10 Tage, also 40 Tage und 2 Stunden draus gemacht wird. Aber gut. Und hat dann 30 Tage Warships Premium und hat 275 Dublonen Ersatz bekommen, um den Ausgleich von diesen 15% EP so ein bisschen auszugleichen. Gut, was man nun davon hält oder nicht. Ich persönlich habe so ein gemischtes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ab und zu ich inzwischen auch ein, zwei Gefechte mal in World of Tanks spiele oder mal eine Runde World of Warplanes. Auf der anderen Seite, ich spiele in 90% meiner Zeit eigentlich World of Warships. Von daher, ich bin hin und her gerissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass das halt wirklich dazu führt, dass für jedes Spiel ein separates Premium-Konto entwickelt wird und später gar kein übergreifendes Premium-Konto mehr angeboten werden kann. Das heißt, dass wenn ihr World of Tanks und World of Warships spielt, ihr beide Premium-Konten benutzen möchtet, wenn ihr es denn auf High-Tier zum Beispiel spielt, dann ist es ja durchaus hilfreich, um eure Unterhaltskosten irgendwie im Griff zu bekommen, ja, wenn ihr nicht die Premium-Lackierung habt. Wie gesagt, aber ich glaube, es ist schon fast alles gesagt. Das Einzige, was man jetzt dazu noch sagen kann, in Zukunft, wenn es in-game World of Warships Premium-Spielzeit gibt, also wenn ihr in-game, zum Beispiel bei der Wissenschaft des Sieges, wird hier auch nochmal erwähnt, eine permanente Kampagne, könnt ihr zum Ende 7 Tage Premium-Spielzeit gewinnen. Das ist aktuell noch das Wargaming-Premium, die Wargaming-Premium-Spielzeit, die auch in World of Tanks oder World of Warplanes gilt. In Zukunft, nach dem Patch 0712, ist das dann aber nur noch Warships-Premium. Das heißt, diese Sache, die ihr in World of Warships erspielt, ist dann auch nur noch in World of Warships gültig. Ja, und wie gesagt, nochmal meine Befürchtung ist, dass das irgendwann in World of Tanks und World of Warplanes auch so sein wird. Außerdem gibt es noch ein Indiz dafür, diese Sache so ein bisschen zu fördern, nämlich, dass die Premium-Schiffe, die in der Vergangenheit released wurden, also zuletzt zum Beispiel die Kronstadt oder die Musashi mit 750.000 Free XP zu kaufen waren, ja, die sollen ja rausgenommen werden aus dem Spiel, und dafür soll ja irgendwann wahrscheinlich, also ist nicht offiziell bestätigt, aber es kommt ja die Alaska irgendwann ins Spiel und die Wichita auch noch, und da wird jetzt ja schon darüber nachgedacht, beziehungsweise es gibt so Vermutungen, auch in der Community, dass dieses Spiel, also dieses Schiff,
nicht mehr 750.000 Free XP, sondern möglicherweise 1 Million oder sogar mehr Free XP kosten wird. Und damit ist natürlich, ich sage es einfach mal, jemand, der ein Warships Premium Konto hat, natürlich nochmal deutlich im Vorteil, weil er einfach, wie wir hier oben schon gesehen haben, deutlich mehr XP bekommt für das gleiche Spiel, ja, was er vorher gespielt hat. Und ist natürlich dann auch ein Anreiz dafür, das Warships Premium Konto sich zu kaufen, anstatt ein Wargaming Premium Konto. Mit dem man eben länger braucht, bis man solche Sachen freispielen kann. Ich würde mich ganz gerne da durchlesen, was ihr mir unter dieses Video schreibt. Was denkt ihr zu diesem World of Warships Premium Konto? Habt ihr da gute Gefühle? Werdet ihr euch das kaufen? Werdet ihr euch das nicht kaufen? Wie findet ihr die Übergangsphase? Wie findet ihr das hier, dat, wenn 10 Tage remaining sind, also überbleiben, und ihr 30 Tage da zu World of Warships Premium kauft, dass ihr dann Dublonen ausgeschüttet bekommt? Ne? Das würde mich einfach mal interessieren, wie das so funktioniert. Allgemein, also aus eurer Sicht. Allgemein kann man sagen, wenn ihr ein Wargaming Premium Konto, das soll ein, also noch soll das Warships Premium Konto im Store ein paralleles Produkt sein. Das heißt, ihr könnt euch entscheiden, ob ihr ein Wargaming Premium kauft oder ein Warships Premium kauft. Wie das dann ist, wenn ihr halt Wargaming Premium wieder kauft, dann müsste das ja eigentlich ganz normal wieder addiert werden. Also habt ihr noch 10 Tage und ihr 30 Tage kaufen, habt ihr dann wieder 40 Tage. Ne? Das ist der Stand. So, jetzt kommen wir aber dann schon zum nächsten Punkt. Ich habe jetzt schon gut 10 Minuten hier über das Wargaming Premium Konto oder World of Warships Premium Konto philosophiert. Ich hoffe, da waren ein paar Informationen dabei, die ihr so noch nicht hattet, so kompakt zusammengefasst. Würde mich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr da unter dem Video was zuschreibt. Das ist eine sehr wichtige Bitte für mich, weil ich einfach auch das sehen möchte, was ihr dazu denkt oder ob meine Gedanken die einzigen sind, die da so eine, also ob ich der Einzige bin, der da so eine Befürchtung hat oder nicht. Ja, das wäre sehr, sehr schön von euch oder lieb von euch. So, und dann ziehe ich hier mal den Reiter nach vorne. Wir haben auch in einer der letzten Flaschen Posts über den Sammlerclub oder Collectors Club berichtet. Und da hieß es damals noch, dass wenn dieser Teil eingeführt wird, also das sind dann so Belohnungen, ne, Abzeichen, die ihr bekommen könnt, oder Embleme, also diese Aufnäher und Embleme, die ihr da erspielen könnt oder bekommen könnt, wenn ihr zum Beispiel viele Schiffe gesammelt habt. Da hieß es damals, ihr müsst jedes Schiff, wenn diese Sache freigeschaltet wird, einmal gefahren sein. Das wird sich ändern, denn es gab viel Feedback aus der Community, dass das irgendwie nervt und dass man kaum eine Übersicht hat, welche Schiffe man jetzt schon gefahren ist und welche Schiffe eben nicht. Und darum wird diese Sache, diese Bedingung für die Belohnung jetzt entfernt und es ist nur noch daran gekoppelt, wie viele Schiffe ihr tatsächlich im Hafen habt. Also das bedeutet, früher musste man eben ein Gefecht pro Schiff gefahren sein, nachdem diese Sache freigeschaltet wurde. Und ich persönlich habe es auch noch nicht gemacht. Ich glaube nämlich, dass das einfach eigentlich schon mit dem letzten Patch kommen sollte. Aber wurde ja nie so richtig dann nochmal richtig publiziert. Von daher, es ist jetzt die Bedingung entfernt worden und geht nur noch darum, wie viele Schiffe ihr tatsächlich im Hafen habt. Und damit bekommt ihr dann den Bonus. Oder eben halt nicht, wenn ihr nicht genug Schiffe habt. Ne? Das wollte ich euch nur nochmal mit auf den Weg geben. Das heißt, für die Sammler unter euch gibt es dann demnächst die Möglichkeiten, einen neuen Bonus zu bekommen. Mehr Informationen dazu, wann sie kommen etc. werden wir veröffentlichen, sobald wir mehr dazu bekannt geben können. In der Zwischenzeit wollten wir euch diese Informationen nicht vorenthalten. Also das heißt, es ist noch nicht im Spiel, es wird erst noch aktiviert werden. Dann gibt es einen neuen Designwettbewerb. Ja, nachdem der letzte jetzt ausgelaufen ist für die Blyska Wiska, gibt es halt jetzt einen neuen Designwettbewerb für die Leningrad und für die Minsk. Das läuft so wie immer ab. Ihr holt euch die Vorlage, zeichnet euer Design, veröffentlicht es auf Facebook, Twitter, Instagram und könnt dann eben Preise gewinnen. Ne? Einsendebeginn ist der 11. Dezember. Am Ende geht das bis zum 25. Dezember. Es gibt dann ab dem 27. eine regionale Abstimmung, also für den EU-Server, für den Asia-Service, für den US-Server und so weiter und so weiter. Und wenn der abgelaufen ist, dann gibt es nochmal eine globale Abstimmung. Ja, und die Bekanntgabe des Gewinners ist dann am 27.01. hier auf der Wargaming-Seite und natürlich hier bei uns in der Flaschenpost. Ganz klar, dass ihr hier nichts verpasst, was World of Warships betrifft. Die Regeln sind wie immer. Und ja, der erste Platz gewinnt seine Tarnung und alle 5 Premium-Schiffe, die hier aufgelistet sind. Der zweite bis zwölfte kriegt dann diese 5, nur die 5 Premium-Schiffe. Und 50 Mal werden dann noch die Tarnung hier verschenkt.
Ja, hier gibt es dann die Vorlage zum Runterladen. Loggt euch einfach ein, könnt da dann auf den Artikel gehen. Verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann gibt es hier noch ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, wie die Privatsphäre-Einstellung, wenn ihr bei Facebook postet oder solche Sachen, damit dieser Post auch gefunden wird und zugeordnet werden kann. Und der nächste Punkt ist WoWS Legend. Die Closed Beta fängt an. Also, ihr habt euch vielleicht darauf schon gefreut. Der ein oder andere PC-Spieler hat ja auch eine PS4 oder eine Xbox One zu Hause. Und ja, World of Warships Ghost Konsole sozusagen. Und die geschlossene Beta fängt jetzt an. Und zwar kann man sich jetzt hier vorregistrieren. Entschuldigung, man kann sich jetzt hier vorregistrieren und an der Closed Beta eben teilnehmen, um dann hier über die Winterzeit, über die Weihnachtszeit, ein bisschen auf der Konsole zu zocken, nämlich World of Warships Legends. Hier gibt es alle Informationen, wie ihr das machen müsst. Der Artikel wird natürlich auch wieder unten verlinkt, hier raufklicken, dann könnt ihr euch da bewerben. Und hier unten ist nochmal, das Wochenende beginnt am 21. Dezember, da geht es dann los, dass ihr die Closed Beta zocken könnt, wenn ihr denn genommen werdet. Ja, und dann gibt es nochmal eine weitere Bastel- oder Gewinnmöglichkeit. Ich finde zwar ganz offen gesprochen ein bisschen nicht so weihnachtlich, Kriegsschiff-Ornamente zu basteln, aber da ist ja jeder Geschmack verschieden und ich respektiere das natürlich. Möchte euch trotzdem diese Nachricht hier nicht vorenthalten. Ihr könnt ein Ornament basteln, es an euren Baum hängen, das Foto davon machen und dann eben Geschenk erhalten. Einsendeschluss ist der 19. Dezember. Also bis zum 19. Dezember müsst ihr euren Weihnachtsbaum aufgestellt haben und ein schickes, schönes Ornament von irgendeinem Kriegsschiff eurer Wahl gebastelt haben und irgendwie Bezug zu World of Warships haben. Ja, auch das könnt ihr natürlich über Facebook, Twitter, Instagram teilen. Da gibt es hier Hashtags, die damit einzufügen sind. Nickname, Name des Servers und so weiter, alles zu beachten. Und die Preise sind gar nicht mal so schlecht. Platz 1 bis 3 kriegt eine Ingame-Überraschung, die er sich vorher wohl nicht aussuchen kann, im Wert von 50 Euro. Das könnte also wahrscheinlich ein Premium-Schiff sein. Und dann gibt es 24 Tage Premium-Spielzeit obendrauf. 24. Dezember und so weiter. Passt ja dann. Und dann gibt es Platz 4 bis 10. Gibt es zwei... Was sind das? Große Geschenke, also die mittleren. Und für Platz 11 bis 24 gibt es drei kleine Geschenke. Ist eine ganz nette Idee. Ob nur Kriegsschiffe unbedingt zu einem Weihnachtsbaum passen, muss jeder für sich wissen. Ja, das ist das, was wir heute in der Flaschenpost für euch berichten wollte. Ich hoffe, die war wieder informativ für euch. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen darüber, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und auch gerne dieses Video weiterempfehlt. Wenn ihr noch nicht Abonnenten seid, uns gerne ein Abo dalassen und die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr bei uns auf dem Kanal verpasst. Würde mich auch sehr freuen. Ich danke schon im Voraus dafür und wünsche euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Video hier bei uns auf dem Seekreuz-Kanal. Ich wünsche euch was, ne? Euer Seekreuz-Team, euer Maracha. Ahoi! Seekreuz.